Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Leute, es gab ein Update für die Desktop Edition. Viele Leute warten drauf, dass wir auch das Update von der Handy-Version in die Desktop Edition bekommen. Leute, Pickpock hat sich dazu noch nicht geäußert. Wir wissen im Moment noch nicht, ob die Riding-Sachen auch in die Desktop Edition integriert werden. Falls ja, Leute, müssen wir da bestimmt noch einige Wochen länger warten wie die Handyspieler. Ich meine, ich spiele ja beides, Leute, aber falls ihr nur die Desktop Edition spielt, habe ich richtig tolle Nachrichten für euch. Falls ihr schon ein paar Tage nicht mehr gespielt habt, packt's aus, loggt euch ein und erstellt neue Pferde. Denn Leute, wenn wir in den Pferdeersteller reingehen, was wir natürlich jetzt sofort machen, dann können wir jetzt alle Pattern erstellen, die wir in der Handy-Version zum Kaufen haben. Oh mein Gott, Leute. Und es sind so unfassbar viele dabei, die wirklich einfach nur wunderschön sind, Leute. Wir gucken jetzt erstmal nicht die Statistiken an, sondern wir wählen irgendeine Farbe, wo wir alle Pattern gut sehen. Was wählen wir denn für eine Farbe, Leute? Wartet, lasst mich ganz kurz überlegen, was wir für eine Farbe wählen. Lasst uns diese Farbe wählen. Da sieht man das Weiß sehr, 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 sehr gut. Meistens zeige ich es ja auf einem Schwarzen, aber ich hätte gesagt, Braun ist heute the way to go. Ja, nee, lasst uns mal den gucken. Wir switchen jetzt durch und Leute, es gibt ein paar so unfassbar coole neue Pattern. Ihr werdet komplett durchdrehen. Das hat die Casey Appaloosa Band. Das ist ein neues Pattern. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist auch ein neues Pattern, der Halb Appaloosa. Der ist auch wunderschön. Aber Leute, guckt euch das an. Das ist so toll. Wir hatten ja dieses Pferd in Grau. Ja, in Grau. Haben wir nirgendwo Grau? Ach, hier haben wir Grau. So, jetzt wartet mal. Welches Grau hatten wir denn zum Kauf? Dieses Pferd, Leute, war zum Kauf in der Handy-Version. Ich fand dieses Pferd so unfassbar schön. Aber ich habe ja nur immer 7, 8 oder 9er Pferde zum Kaufen. Und die sind so unfassbar teuer, dass ich die einfach nicht mehr immer kaufen möchte. Wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich Level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 kaufe, dann wäre das was anderes, Leute. Aber immer nur 7, 8 oder 9 ist ja auch einfach nur mega langweilig. Aber Leute, wenn ihr die Desktop Edition habt, könnt ihr einfach nach Lust und Laune Pferde erstellen. Und sobald ihr Level 20 seid, könnt ihr mit diesen Pferden tatsächlich auch züchten. Wir suchen wieder unser Bay. War das Bay? Ich bin leider lost. Ja, das war das Bay. Das schöne Bay, Leute, versus das hässliche Bay. So, was haben wir noch? Wartet ganz kurz, die kennen wir alle schon. Jetzt müsste aber gleich bestimmt wieder eins kommen, das wir noch nicht kennen. Wartet bitte. Doppeltiger. Leute, ich kann nicht mehr. Es ist so unfassbar cool. Ich weiß, Leute, ne? Also es gibt bestimmt viele Leute, die einfach nur die Story spielen und die sich absolut nicht dafür interessieren, wie die Pferde aussehen. Aber ich gehöre dazu leider nicht. Ich feiere einfach diese Pattern und diese Farben von den Pferden. Die kennen wir schon. Wow. Spärlicher Overo sieht auch richtig gut aus. Stellt euch mal vor mit einem Black. Wartet. Wartet, wir holen ganz kurz den Rapp. Den Rappschwarzen. Bubble. Was? Den Lackschwarzen. Oh mein Gott, stellt euch mal vor und dann noch mit einem Boldfest oder so. Alter, richtig nice. Dann haben wir den wirbelnden Overo. Einfach nur wunderschön. Den Frame Overo, Leute. Oh mein Gott. Es sieht so cool aus. Der Tovero. Den Halbtiger kennen wir schon. Oh mein Gott, Leute. Und ich glaube, das neue Lieblingspattern von der Sandy ist der Pfau Appaloosa. Ist es nicht mega, mega schick? Ich bin so begeistert und ich liebe dieses Pattern so sehr, dass wir uns das jetzt in allen Farben angucken müssen, Leute. Es tut mir sehr, sehr leid. Falls es euch nicht interessiert, dann skippt einfach ein bisschen weiter. Aber ich muss es mir in jeder Farbe angucken. Denn der Pfau Appaloosa, ich hätte mir den beinahe auf der Handy-Version gekauft. Aber wie gesagt, das Problem ist einfach, ich habe schon so viele Pferde gekauft und es ist einfach zu teuer, dass ich mir definitiv nicht jedes Pferd leisten kann. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Kommentiert mal sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Kommentiert in den Kommentaren, was ist denn mit mir? Welche Farbe passt am besten zum Pfau Appaloosa? Ich bin unschlüssig, ehrlich gesagt. Oha, ich bin vielleicht doch nicht unschlüssig. Das sieht so gut aus, Leute. Wollen wir ein Pferd erstellen? Okay. Leute, lasst machen, oder?
Wollen wir dieses Pferd erstellen? Dieses hier? Wir müssen uns nur die Farbe merken. Mein Problem ist immer, ich vergesse immer die Farbe. Wenn ich letztendlich dann immer weitergehe und weitergehe, habe ich irgendwann... Oh, das ist auch schön. Habe ich irgendwann die Farbe vergessen. Wow, Leute, dieses Pfau-Appaloosa ist so unfassbar besonders. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten nicht wirklich gefällt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist das schönste Pattern ever. Und falls ihr euch jetzt denkt, das gibt's gar nicht in echt, da seid ihr auf dem Holzweg, denn das gibt's in echt. Peacock Appaloosa gibt es in echt und die sehen auch exakt so aus und sind sehr, 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 sehr besondere Pferde, Leute. Ich habe selber nur bis jetzt Bilder von den Grazien gesehen. Okay, jetzt pass auf. Mir hat es so unfassbar gut gefallen. Das war's, oder? Nee, das war's nicht. Seht ihr, jetzt habe ich schon wieder Probleme. Das war's. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Wir gucken einfach mal ganz kurz noch weiter, was es sonst noch gibt. Ob wir noch weitere haben. Pintaloosa Puzzle, das glaube ich, gab es schon. Das gab es auch schon. Halb Pintaloosa. Oh mein Gott, das sieht so unfassbar schön aus. Und der üppige Pintaloosa, als ob, Leute. Die Pintaloosa Weste? Oh mein Gott, Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? So viele wunderschöne Pattern. Zebra gescheckt, als ob. Fleckenscheckung, als ob. Es ist so schade, dass das Pferd nicht automatisch blaue Augen hat. Das fehlt mir irgendwie noch. Frostpinto, geflügelter Pinto, Zwillingsschecke kennen wir schon. Schreckgescheck, glaube ich, kennen wir auch schon. Die kennen wir, glaube ich, alle jetzt schon. Oh mein Gott, kommentiert mal unbedingt. Oh, das sieht aber auch richtig gut aus, weil da die Mähne weiß wird. Das gefällt mir auch richtig gut. Die Rapicano-Decke. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht vielleicht doch auch neu ist. Wir gucken auf jeden Fall komplett durch, bis wir angekommen sind. Ja, jetzt sind wir angekommen, Leute. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, welches der Pattern gefällt euch persönlich am besten. Denn es interessiert mich mega. Denn viele Leute haben, glaube ich, oder viele Zuschauer von mir haben, glaube ich, den gleichen Geschmack wie ich. Aber viele halt eben auch gar nicht. Ich hätte gesagt, wir erstellen jetzt dieses Pferd und gucken einfach mal. Vielleicht gibt es auch neue Blässen. Wir gucken einfach mal. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass auch neue Blässen reinkommen. Das wäre ja echt zu wild. Oha, das gefällt mir mega gut, weil da ist es hier weiß und nicht so gräulich. Wisst ihr, was ich meine? Da ist es nicht... Oh, das ist auch schön. Das passt perfekt. Sanfte Blässe, Leute. Sanfte Blässe. Wir merken uns jetzt mal die sanfte Blässe. Die ist auch schön. Die ist auch schön. Rauchige Blässe. Die sieht vermutlich sogar noch besser aus. Sanft oder rauchig? Wir haben die Qual der Wahl, Leute. Das ist nicht unser Ernst. Oder unebene Blässe. Die ist doch auch neu. Alter, ist das cool. Flocke. Oh mein Gott. Keilstrich. Hakenstrich. 20 Minuten später. Leute, ich entscheide mich jetzt für die rauchige Blässe. Und alles andere, glaube ich, möchte ich jetzt nicht wirklich ändern. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssten uns jetzt noch überlegen, ob das eine Hengst oder ob das ein Hengst oder eine Stute wird. Und was für Statistiken. Das Problem ist, ich kann mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht wirklich entscheiden, denn was haben wir denn alles? Ich hätte gesagt, wir nehmen irgendwie was, vielleicht Level 4 oder so. Dann ist das Ganze auch nicht so mega krass teuer. Und wir nennen die kleine Maus Intelligent Daisy. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir sie so ins Spiel holen. Und guckt mal, wie schön das aussieht. Wir haben auch eine zweifarbige Mähne. Das gefällt mir einfach so unfassbar gut. Ich hätte gesagt, wir speichern das jetzt einfach mal. Wir laden es natürlich in den Community-Kreationen hoch. Und dann gucken wir mal ganz kurz nach, was wir alles haben. Wir haben ein Stufe 2 Pferd, das wir selbst gezüchtet haben. Wir haben kein Stufe 2 Pferd. Oh mein Gott, Leute, wir haben kein Stufe 2 Pferd. Wir haben ein Stufe 4 Pferd, das ist unser Marvelous. Das wäre doch perfekt, oder? Wenn wir sie als Stufe 4 Pferd reinholen, dann hätten wir Marvelous und könnten wir Marvelous oder Stufe 3 haben wir die Casey. Stufe 2 oder Stufe 3 oder Stufe 4 wäre irgendwie, glaube ich, alles ganz gut, weil als Stufe 5 haben wir in Stufe 6 Stute? Ja, haben wir auch. Okay. Das heißt, das wäre schon gar nicht so schlecht, Leute, wenn wir sie als Stufe 2 oder 4 Stute ins Spiel holen. Das heißt, wir gehen auf den Markt und drücken hier rein auf dem Markt des Hauptmodus anzeigen und gucken einfach mal, was die kleine Maus kostet. Ich weiß, Leute, dass wir uns einfach auf das i drücken können, aber
Das wäre, finde ich persönlich, zu langweilig, denn ich möchte einfach gerne auf den Markt drücken und gucken, was sie da kostet. Dann ist es soweit, Leute. Es geht los. Wir haben 7 Millionen. Können wir uns die kleine Maus leisten? Sie kostet 8,9 Millionen, wenn sie ausgelevelt ist. Oha, Leute, ich denke, dass wir sie dann einfach kaufen auf der Stufe 0. Also quasi, dass wir sie als Stufe 2 oder 4 kaufen und wir dann letztendlich sie hochziehen. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr darauf Lust habt. Da könnten wir dann auch theoretisch wieder einen Livestream machen. Vielleicht nächsten, also nicht diesen Samstag, sondern die Woche drauf am Samstag könnten wir einen Livestream machen, wo wir die kleine Maus dann hochziehen. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Sollen wir diese kleine Stute kaufen? Und falls ja, als Stufe 2 oder als Stufe 4 Stute? Und sollen wir dann einen Livestream machen? Schreibt mir in die Kommentare, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Dann, ich habe gesagt, war es mit dieser Folge von Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. In der nächsten Folge versuchen wir natürlich weiter im Level zu kommen, aber mir war es wichtig, dass ich euch zeige, was für ein cooles Update in der Desktop Edition kam. Und wie gesagt, vergesst nicht mehr in die Kommentare zu schreiben, was wir mit der kleinen Daisy machen sollen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!